Willkommen zurück bei Oriental Night. Das Thema am heutigen Abend: Fußball, Fußball, Fußball. Fußball regiert die Welt. Fußball-WM ist vorbei. Die Euphorie ist auch dahin. Es dominieren im Moment ja in Hamburg ein bisschen Tristesse, Langeweile, Wut. Und alles spiegelt sich auf dem Platz ab. Ein bisschen zumindest. Bekommt man das eigentlich alles so mit? Vor allem die Wut und so der Fans? Ich glaube, die Wut nicht. Ich glaube bis jetzt, dass die Fans uns auch super unterstützt haben. Ich glaube, die wissen, dass wir jetzt in einem großen Umbruch sind. Das wollten wir die letzten Jahre auch schon machen, aber das ist irgendwie nicht vorangekommen. Und durch die neuen Leute, die geholt worden sind, wie Beiersdorfer, Peters, Knebel, passiert jetzt wirklich mal was. Aber wir wissen, das braucht Zeit. Und von daher habe ich, glaube ich, dass viele Fans noch ein bisschen Verständnis haben. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn wir die nächsten Spiele erfolgreicher spielen und auch, glaube ich, werden, dann werden die es wieder schöner haben. Es ist natürlich immer schwierig, an einen Erfolg zu glauben. Wenn ich zum Beispiel jetzt ausrechne, du bist 5 Jahre beim HSV, das ist dein 6. Trainer. Also, 6., ja. Ja, 6. Guck mal. Ja. Bruno Labbadia, Michael Oenning, Thorsten Fink, Bernd van Marwijk, Mirko Slomka. Und jetzt haben wir Zinnbauer. Das ist Zinnbauer, da hast du ein paar vergessen, ne? Ich hab solche. Entschuldigung, ja, die vergessene, sorry. Armin Fee war noch zwischendurch da. Stimmt. Dann hast du noch ein paar Interimstrainer gehabt. Ja, die zähle ich ja nicht. Ich rede ja nur von den Gurus. Ja, das war aber natürlich ein. Aber das macht doch, ich sag's mal so, macht das auch nicht ein Spieler ein bisschen auch, ich will nicht sagen fertig, aber das geht doch schon ein bisschen in die Substanz. Jedes Mal neu anfangen, jedes Mal neu anfangen. Ja, ist schon halt nicht einfach, ne? Vor allem, jeder Trainer hat eine andere Philosophie. Eben. Ich meine, du lernst vier Monate, du brauchst Zeit, um in die neue Philosophie zu kommen. Siehe Gladbach, der ist jetzt, Favre, keine Ahnung, ist 3, 4 Jahre da. Im ersten Jahr hat er die Relegation überstanden. Mhm. Und seitdem spielt er immer international. Das braucht seine Zeit. Und wenn du alle 4, 5 Monate dann einen neuen Trainer hattest, dann ist es halt schwierig. Ja. Und aber so ganz unschuldig waren wir natürlich letztendlich auch nicht dran. Aber es ist halt, wenn du jede 4, 5 Monate was Neues lernst oder dein Spiel komplett umstellen musst, dann kann es auch nicht fruchten. Ich kann mich an ein paar Spiele erinnern, wo ich auch live dabei war im Stadion, letzte Saison jetzt. Mhm. Wo ich schon zwischendurch das Gefühl hatte, dass sie mir echt leid getan hat. Ne? Ich meine, von den eigenen Fans ausgebuht werden, ist scheiße, auf gut Deutsch. Mhm. Ist ja blöd. Ey. Ich meine, du reißt dir ein A auf und dann gehst du bedröppelt und alle mit dem Kopf nach vorne und keiner hebt den Kopf und geht dann direkt raus. Und dann denkst du so, ey, die tun mir doch auch irgendwo leid. Aber der Moment muss doch echt wehtun als Spieler, oder? Ja, das Schlimmste ist echt, wenn du Heimspiele verlierst, weil das ist quasi wie dein Wohnzimmer. Und da kommen Gäste und holen die Punkte halt mit. Ne? Also, wenn hier Essen stehen würde, würde einer kommen und dir dein Essen wegnehmen und wird gehen, dann würdest du auch dumm in die Wäsche gucken. Ne? Und ich kann, also viele Fans kann ich verstehen. Ich kann verstehen, wenn man halt pöbelt, schreit und ist alles gut, weil alles schön und gut, weil die Zahlen auch eintritt. Also ich glaube, das ist auch nicht günstig für viele Fans. Aber die machen es halt, weil sie den Verein lieben. Und das kann ich ja noch verstehen. Aber ich glaube, nach dem Spiel, wenn du verlierst, dann, ich bin auch so, ne? Ich brauche erstmal ein paar Stunden für mich. Und das Schlimmste ist, du wirst dann ja auch zum Beispiel als arrogant abgestempelt, wenn du danach auch noch nicht mal ein Interview gibst, ne? Weil man das vielleicht in dem Moment falsch versteht. Guck mal, ich verstehe dich jetzt, wenn du sagst, ey, was soll ich dazu sagen? Okay, wir haben verloren, ich will gehen. Ja. Aber dann bist du ja wieder abgestempelt, weil er sagt, oh, guck mal den Arsch an, der gibt ja nicht mal ein Interview. Ja, ich bin halt generell so einer, wenn ich... Der Arsch oder der nicht das Interview gibt? Beides nicht. Nein, Quatsch. Naja, ich bin generell einer, eigentlich gebe ich nicht so viele Interviews, auch nicht gerne, aber weil ich mich eher mehr aufs Wesentliche konzentrieren will. Aber wenn wir verlieren und auch wie die Niederlage zustande gekommen ist, wenn sie ganz bitter ist, dann brauche ich mal vielleicht einen Tag sogar für mich. Hm. Und dann ist mir das in dem Moment auch erstmal egal, wie ich dann abgestempelt werde, weil ich will vorankommen und ich will nur, dass der Verein vorankommt. Aber du hast eine schöne Alternative jetzt.
Ich wünsche euch natürlich nicht, dass ihr die nächste Saison jetzt viele Spiele verliert. Ja, das will ich nicht. Aber wenn es mal eine Niederlage sein sollte, ist das Coolste. Gehst nach Hause, guckst dir den Kian an und die Welt sieht anders aus. Ja, das ist auch schon mal vorgekommen. Und? Ja, ist schön. Packst dein Handy weg, weil 100 Leute rufen dich an. Wie war das Spiel? Und bla bla bla. Die wissen ja auch dann meistens nach dem Spiel, weiß jeder besser, was ich falsch gemacht habe. Immer. Ja. Ist so. Und deswegen ist es halt, dann vergisst du erstmal alles. Ne? Ja, ja, ich kenne auch genug Leute da draußen, die alle bestimmt besser moderieren würden als ich. Ja, ich glaube, einer sitzt gerade neben dir. Weißt Bescheid. Was haben wir jetzt? Ach, der nächste Clip des Abends kommt. Genau. Es geht in den nächsten Clip. Liebe Freunde, aber an dieser Stelle sei noch mal erwähnt, falls ihr mal die eine oder andere Sendung verpassen solltet, könnt ihr das Ganze natürlich auch in unserer Mediathek anschauen. Wir haben zwar keine eigene, aber wir benutzen YouTube. Also youtube.com/orientalnighttv. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ansonsten Facebook, Instagram, Twitter, überall könnt ihr uns folgen in den sozialen Netzwerken. Der nächste Clip des Abends kommt. Ganz schnell meine Karte gezaubert. Ach, Serdar Ortaç, bitteschön. Serdar Ortaç, bana göre aşk yok. Also meiner Meinung nach gibt es keine Liebe, sagt er und singt das mit seiner Frau. Die Paradoxie ist, glaube ich, sichtbar, oder? Komisch. Ja, ich glaube, das ist die Premiere von Serdar Ortaç gemeinsam mit seiner Frau in so einem Videoclip. Naja. Jedem das Seine. Muss so sein. Was ist denn anders unter Dietmar Beiersdorfer und eigentlich Zinnbauer jetzt? Also Dinge oder ein Feeling, was wir vielleicht nicht sehen oder nicht erahnen können? Ja, erstens ist es deutlich ruhiger geworden, auch im Umfeld, glaube ich. Wir können uns jetzt auch mehr aufs Wesentliche konzentrieren. Und ja, Didi Beiersdorfer, der hatte mich damals nach Hamburg geholt, den kenne ich noch ein bisschen länger. Und der gibt dir halt immer so ein familiäres Gefühl, halt, wie so ein Papa quasi. Und ja, du fühlst dich halt richtig wohl, auch jetzt beim Verein. Und ich glaube, mit dem Trainer haben wir einen sehr guten Trainer, der eine klare Philosophie hat. Und auch mal brüllt. Der mal brüllt, der motiviert. Mhm. Und ja, aber wie ich schon sagte, das braucht ein bisschen Zeit. Und ich denke, ja, wir sind eigentlich auf einem ganz ordentlichen Weg und also wir geben uns nicht mehr so kampflos geschlagen und ja, versuchen bis zur letzten Minute alles rauszuholen. So, es gibt eine kleine Sache, die haben wir für unsere Zuschauer. Ja, wir haben uns ja ein bisschen mal umgehört in deinem Umfeld. Ah, okay. Ja, und da gibt es so ein paar nette, sympathische Interviewpartner, die Folgendes zu Tolgay Aslan sagen. Bitte schön. Ich habe die Mannschaft mit Tolgay Aslan 1998 übernommen. In dieser Mannschaft waren sehr viele talentierte Kinder und Tolgay Aslan stach schon in diesem Jahrgang besonders hervor durch seine Technik und Ballbeherrschung. Auch in den älteren Jahrgängen ist es so, dass er durch seine Technik glänzen konnte und dort auch leistungsmäßig mithalten konnte. Ich wünsche ihm, dass er zum Beispiel entweder für die deutsche oder türkische Nationalmannschaft, wie er sich auch immer entscheidet, irgendwann mal spielen darf. Und dass er in Hamburg die nächsten paar Jahre sehr schöne Spiele macht. Er ist mit dem Ball groß geworden und der Wunsch war einfach, beziehungsweise auch sein Wunsch, ich meine, da war er noch in der Grundschule, wo hat ihm der Lehrer mal gefragt, sollte man sich mal ein bisschen besser konzentrieren, weil er sich mit Nebenschülern unterhalten hatte. Und er so eine Antwort gegeben hat, die zwar nicht okay war, aber was soll's, ich werde doch sowieso Profifußballer. Da war er, glaube ich, in der vierten Klasse. Ja. Habe ich ihm natürlich auch abgeraten, sowas nie wieder zu sagen. Vor allen Dingen, dass er auch unwahrscheinlich menschlich war. Das war damals in der Kreishauswahl, wo ich ihn hauptsächlich kennengelernt habe in den Jahren. Das war er und die gesamte Mannschaft waren tolle Stings. Er war vor allen Dingen technisch sehr hervorragend, ne, Spielding. Und er konnte ein Fußballspiel lesen. Ne. Das war schon was Besonderes. Und ich kriege auch von den Jungen jedes Jahr noch zu Weihnachten immer noch eine Autogrammkarte von ihm. Schöne, warmherzige Worte. Klingt doch alles sehr positiv. Ja, dein Auswärtstrainer, dein Trainer und dein Papa hat gesagt, Der wollte bestimmt auch immer, klar freut sich jeder Vater, wenn der Sohn Erfolg hat, aber der wollte bestimmt auch, dass du einen ordentlichen Beruf ausübst, oder? Ja, klar, aber ich habe schon eigentlich relativ früh dann, bin ich damals nach Dortmund gewechselt. Und am Anfang war es natürlich halt Fußball, aber Jugendfußball auf höchstem Niveau.
Ja, und irgendwann konnte sich das so ein bisschen abzeichnen, du, vielleicht kann er es doch schaffen. Und ja, dass es geklappt hat, ist natürlich umso schöner. Ne? Klar, definitiv. Dass es geklappt hat. In fünf Jahren HSV, leider läuft ja dein Vertrag jetzt um Sommer aus. Sag mal, wann finden eigentlich die ersten Gespräche immer statt? Wartet man, lässt man die Spieler immer so lange zappeln oder wann ist Vertragsverlängerung? Ich habe schon Gespräche geführt. Also es wurden schon Gespräche geführt. Und du wechselst zum FC Sevilla. Und das erfahren wir bei Oriental. Ist ja ein Ding. Noch nicht ganz. Inter Mailand? AC Florence? Chelsea London? Das weiß ich noch gar nicht. Malatya Pötürge, Sport FC Erzincan, keine Ahnung. Nein. Nee, ich weiß noch gar nicht. Also ich habe mich jetzt mit Peter Knebel natürlich länger unterhalten. Und ja, die Tendenz ist natürlich, dass sie gerne mit mir verlängern möchten. Und ja, ich warte natürlich erstmal auf das Angebot. Eine ehrliche Frage. Ja. Muss es der HSV sein oder ist man irgendwann vielleicht nach 5 Jahren zumindest, ich meine, Fußballer, 5 Jahre ist lang, ja, dass man sagt, okay, Lebensabschnitt, einiges verändert sich, Kind, vielleicht auch ein neuer Verein? Ja, natürlich kann es auch so sein, aber ich bin jetzt 5 Jahre hier, ich glaube, ich habe mich jedes Jahr gut weiterentwickelt und ich glaube, dieses Jahr habe ich auch so eine kleine Konstanz auch reingekriegt in meine Leistung. Und aber ich fühle mich wohl hier, also ich habe viele Freunde gewonnen hier und natürlich wäre es schön, wenn wir uns am Ende einig werden. Und, aber wenn es halt nicht so ist, dann so ist halt das Fußballgeschäft. Dann ja, muss ich halt woanders hin. Aber wenn du gehen würdest du schon versuchen, mit dem Frieden zu gehen, oder? Ja, absolut. Leider gab es ja einige, ja, gibt es ja überall. Es hat nichts mit dem HSV zu tun, sondern bei genug andere Beispiele. Naja, also absolut. Ich bin auch keiner, der jetzt großartig Streit machen will oder Konflikte haben will. Ich werde, wenn es so sein sollte, wovon ich natürlich hoffentlich nicht ausgehe, dann komplett im Frieden auseinandergehen. Und ich weiß, was ich dem Verein zu verdanken habe. Und das werde ich dann weiter auf dem Weg mitnehmen. Ich hoffe, du hast keine Fotos mit anderen Trikots? So. Ne? Nee, noch nicht. Und wenn ja, lösch sie auf jeden Fall auf deinem Handy. Du weißt, kann in die Hose gehen. Noch nicht. Gut, löschen. Wir machen ganz kurz Werbung. Ne? Genau, nach der Werbung wird es hier sehr... Ach nee, Moment. Guck mal, da ist die Kamera 1. Ja. Voll geil. Guck mal da rein. Ja. Ja, mach mal den Moderator. Wir kommen zur Werbung. So, ich lehne mich ein bisschen zurück. So, wir kommen zur Werbung, liebe Gäste. Zuschauer. Zuschauer auch. Hier, wir haben so viele Gäste hier. Und zwar, ja. Man merkt, ich bin noch sehr neu in dem Geschäft. Aber ich finde, ich mache es schon richtig gut. Also ich könnte ihn schon bald ablösen. Und ja, wir kommen jetzt zur Werbung. Und ja, hier ist die Werbung. Wenn du es noch einmal sagst, brichst du einen Rekord. Ja.